werden Deutschland verändern! Ob du willst oder nicht! Beende dein Abo bei Hollywood. Hör auf, in diesen Planet der Affenscheiße reinzuziehen, tagtäglich! Weil die einzige Wahrheit, die ihr kennt, die ist, die aus dieser Röhre kommt. Heute existiert schon eine ganze Generation von Menschen, die nie etwas kennengelernt hat, was nicht aus dieser Röhre gekommen ist. Als kleine Auffrischung, ja, bitte. Wir sollten aufhören, unseren Mainstream-Medien zu glauben. Ja, also erstens muss man sagen, dass diese Meldung von der Sprecherin des russischen Außenministeriums bereits zurückgewiesen wurde. Wurden, also auch der russische Präsident Putin hat das zurückgewiesen. Es wurde ziemlich scharf auf diese Meldung reagiert, die ja nach Aussage von den Russen, die ich eben erwähnt habe, bereits zirkuliert wurden, als eigentlich die russischen Maschinen noch gar nicht in der Luft waren. Also das heißt, sie bezeichnen das als einen Informationskrieg, der jetzt gegen diese russische Militäroperation in Syrien vor sich geht. Und man hat also auch westliche Medien dazu aufgerufen, sich direkt an die Pressestelle des russischen Verteidigungsministeriums zu wenden, wenn man Fragen hat zu den Einsätzen, was da geschehen ist und so. Es ist natürlich so, wenn also Luftschläge durchgeführt werden von Kampfjets, hat das mit Sicherheit nicht nur, bringt das sicherlich nicht nur Schaden an Einrichtungen. Also die russische Vertretung des Verteidigungsministeriums haben gesagt, dass sie also Waffenlager angegriffen haben, Ausbildungszentren und Kommandozentralen. Da haben sich sicherlich Menschen befunden, die aber in solchen militärisch genutzten Anlagen natürlich auch eine militärische Funktion haben. Es gibt natürlich auch Luftschläge von der von den USA angeführten sogenannten Anti-ISIS-Allianz. Das sind 60 verschiedene Staaten, die sich da angeschlossen haben. Und auch da hat die Opposition, die jetzt zum Beispiel Russland vorwirft, Zivilisten getötet zu haben, auch da hat diese Auslandsopposition häufiger gesagt, also die haben auch Zivilisten getötet. Also von wem kommen dann diese Fehlinformationen oder dieser Informationskrieg? Ist das, wie sonst immer vorgeworfen wird, so diese NATO-Allianz, die Russland da schlecht machen will, oder ist das vielleicht eher direkt aus Syrien oder vielleicht sogar der IS selber, der da Stimmung macht? Ja, interessanterweise sagt zum Beispiel das US-Verteidigungsministerium zu diesen angeblichen zivilen Opfern jetzt der russischen Luftschläge, dass sie darüber keine Informationen hätten. Sie könnten das nicht bestätigen, ihre Quellen vor Ort könnten das nicht bestätigen. Und auch andere NATO-Staaten sind sehr zurückhaltend in der Bewertung, also auch der Bundesaußenminister Steinmeier hat gesagt, er hätte das gehört, aber sollte sich das bestätigen, wäre das natürlich zu verurteilen. Also offiziell sind die NATO-Staaten da zurückhaltend, aber die Medien preschen da natürlich vor. Das sind im Allgemeinen auch bestimmte Medien, das ist Fox News zum Beispiel in den USA oder die Welt hier in Deutschland, aber auch BBC und Al Jazeera von Katar. BBC aus London, die haben also auch diese Meldung verbreitet. Und die Quelle davon ist der syrische Nationalrat. Der hat seinen Sitz in Istanbul. Der war bisher der vom Westen favorisierte Rat für Syrien, also die einzige legitime Opposition, die der Westen und die sogenannten Freunde Syriens bisher anerkannt haben. Und aus deren Strukturen kommen also diese Informationen. Der Präsident von dieser nationalen Koalition, Khaled Roja, der war jetzt in Paris und da hat er das also der Presse berichtet. Und auch hier in Deutschland zum Beispiel, heute wurde ein Vertreter dieser Organisation im Deutschlandfunk gehört, der also auch gesagt hat, wir haben Fotos, wir haben Informationen von vor Ort. Und das ist so. Aber wie gesagt, die offiziellen westlichen Stellen, Regierungsstellen, haben das bisher nicht bestätigt. Also geht es da jetzt wieder eher noch um den internen Bürgerkrieg als um das, was der Westen und Russland da betreiben? Also es geht um eine Machtposition. Und zwar weiß man, dass die Schlagzeilen, also die mediale Berichterstattung und die mediale Ausrichtung von Informationen Einfluss hat auf ein politisches Geschehen vor Ort. Also wir haben das ja die letzten 4 Jahre erlebt, dass also zum Beispiel die syrische Regierung immer wieder für alles verantwortlich gemacht worden ist, was dort in Syrien geschieht.
Und jetzt wird sozusagen Russland mit in diese Haft genommen, dass man sagt, also so wie bisher die syrische Armee auch oppositionelle Strukturen im Land versucht hat auszurotten, so tut das jetzt auch die russische Armee. Das ordnet sich also ein in diesen internen Machtkonflikt, wobei man sagen muss, dass sich also die offiziellen Regierungsstellen, also auch der NATO-Staaten, inklusive sogar der Türkei, mittlerweile etwas anders positionieren. Jetzt ist natürlich nicht nur dieser schon sehr langwährende und sehr gefährliche Bürgerkrieg in Syrien da ein Fall, sondern es ist auch ein Krieg, in dem jetzt mittlerweile vier faktische Atommächte, also mit Israel einer faktischen Atommacht und die restlichen anerkannten Atommächte, die alle aktiv sind dort und aber nicht unter einem koordinierten Einsatz stehen. Ich sehe das selber als ein bisschen gefährlich an. Ja, das ist mit Sicherheit brandgefährlich. Und da kann ich also auch nur der Rede von dem russischen Präsidenten Putin vor der UN-Vollversammlung vor wenigen Tagen zustimmen. Es gab in den letzten Jahren eine absichtliche Politik am UN-Sicherheitsrat vorbei. Das ist ja nun eigentlich das Gremium, das nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, wo gerade die Atommächte auch zusammen im Weltsicherheitsrat diese hervorragende Rolle haben oder herausgehobene Rolle haben durch ihr Vetorecht, dass die also sich einigen müssen in Konflikten und gemeinsam dazu beitragen müssen, dass Konflikte beigelegt werden, und zwar friedlich und nicht militärisch. Und wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass in Syrien sich eine Art Parallelstruktur zum UN-Sicherheitsrat entwickelt hat, um die USA herum mit Großbritannien und Frankreich, also alle drei Atommächte auch, gegen Russland und China, ebenfalls Atommächte. Also die westlichen Atommächte haben mit Regionalstaaten zusammen Gruppen bewaffnet und haben also diesen Krieg mit angeheizt. Und Russland hat eigentlich das von Anfang an kritisiert und hat immer versucht, ein gemeinsames Vorgehen des Weltsicherheitsrates zu erreichen, aber mit der legitimen Regierung Syriens um den Präsidenten Bashar al-Assad. Und dazu ist der Westen offensichtlich bis heute nicht bereit, jedenfalls verbal. Also ich vermute, dass Putin bei seinem Gespräch mit Obama das noch einmal vorgebracht hat und gesagt hat, es ist besser, wir werden zusammen unter einer UN-Sicherheitsratsresolution dort agieren, aber dann eben halt wirklich auch mit der Armee dieses Staates, der syrischen Armee, gemeinsam. Und Obama war dazu offensichtlich nicht bereit, sodass wir jetzt diese sehr gefährliche Situation haben. Den Amerikanern ist das sehr bewusst. Die haben gesagt, wir müssen uns auf eine, sie nennen das Lines of Communication zwischen den Militärs der verschiedenen Aktiven dort einigen. Das heißt, das US-Verteidigungsministerium und das russische Verteidigungsministerium haben beschlossen, sich auszutauschen, damit eben halt keine, jetzt mal in Anführungsstrichen, Unfälle dort geschehen durch die verschiedenen Kampfjets. Aber die Situation ist sehr gefährlich. Ja, es wirkt auch ein bisschen so, als würden da halt eigene Agendas verfolgt werden. Es gab jetzt, glaube ich, diesen Fall, dass ein hoher iranischer General umgekommen ist bei einer Attacke von einem israelischen Hubschrauber auf Hisbollah-Milizen auf den Golanhöhen, also auf der syrischen Seite. Jeder hat so seine eigene Agenda in diesem Einsatz. Ja, was wir beobachten können, ist eigentlich, dass die Ost-West-Konfrontation, die wir ja früher hier in Europa hatten und auch in Deutschland, dass die sich verlagert hat jetzt auf den Mittleren Osten. Da war sie ja auch mal mit Afghanistan. Ja, also da war es allerdings so, dass ja der Westen mit Hilfe auch von solchen islamistischen Milizen die Rote Armee damals noch vertrieben hat aus Afghanistan. Aber seitdem hat man natürlich dort in Afghanistan diese permanente Auseinandersetzung. Und jetzt ist es halt so, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatte natürlich Russland wenig Kraft und keine besondere Stärke. Das hat sich jetzt wieder verändert. Russland ist eigentlich mit China zusammen und mit den BRICS-Staaten ein ernstzunehmendes politisches Gewicht international. Und auf der internationalen Ebene haben wir dann eben die USA, die diesen Anspruch hat, Weltmacht zu sein. Und wir haben diese anderen Regionalmächte, die sagen, wir haben hier auch was zu sagen.
Und was wir im Moment sehen, ist, dass es sein kann, dass sich also um den Konflikt in Syrien herum eine neue, auch militärische Konfrontation aufbaut. Also dass die USA mit ihrer Allianz, mit ihrer Militärallianz aus NATO-Staaten und anderen der NATO angegliederten oder durch Verträge angegliederten Staaten, also ein Militärbündnis dort von Irak aus, also von Bagdad aus operiert und vom Golf aus, also von Schiffen. Und auf der anderen Seite, Russland sagt so, wir setzen jetzt unsere militärische Macht dagegen, weil wir nicht bereit sind, diese Position im Mittleren Osten aufzugeben. Nebenbei haben wir ja auch noch China, die mit ihrer neuen Seidenstraßenstrategie auch versuchen, in Zentralasien und auch in dem Raum sich aktiv festzusetzen und auch ein eigenes Gewicht zu bilden. Wie ist das einzuschätzen? Die haben ja auch eine wichtige Rolle in der Weltpolitik mittlerweile. Ja, unbedingt. Und ich denke, der Unterschied ist eigentlich im Vorgehen. Es hat alles natürlich mit Expansion und Machtpolitik zu tun. Was Russland macht, was China macht, was die USA macht, was Europa macht. Also jeder will in einem bestimmten Bereich die Grenzen abstecken und sagen, das ist jetzt eigentlich unser Einflussbereich. Dieses Seidenstraßenprojekt reicht ja eigentlich von China bis nach Europa. Also diese Seidenstraße gab es ja vor Hunderten von Jahren, vor Tausenden von Jahren und war eine Handelsstraße, wo die praktisch Ostasien mit Europa verbunden hat, die übrigens auch durch Syrien ging und durch die Türkei. Und insofern ist dieses Projekt auch offen, dass man sagt, wir wollen natürlich auch mit den Partnerländern am anderen Ende dieses Projekts, also in Europa, uns koordinieren und kooperieren. Denn der Handel ist eigentlich etwas, was für alle eine positive Auswirkung haben kann. Aber man muss auch sagen, im Hintergrund dieser ganzen Auseinandersetzung, wo sich jetzt auch Armeen neu aufstellen und neu formieren, es geht natürlich auch um Rohstoffe. Zentralasien ist der rohstoffreichste Teil der Welt und Rohstoffe werden überall knapp und gerade Militär braucht Rohstoff ohne Ende, also Öl vor allen Dingen. Und dass da natürlich dann die unterschiedlichen Interessen und gerade auch militärisch aufeinander krachen. Also das ist eine Entwicklung, die auf jeden Fall nichts Gutes verheißen lässt. Ja, es ist derzeit einfach kann sich in diesem ganzen Machtgespiel da, also wir haben ja dieses große Thema, dass Russland wieder mehr Macht möchte und sich mehr Macht verschaffen möchte. China mehr Macht bekommt, allein durch ihre riesige Bevölkerung und durch die Industrialisierung dieser riesigen Bevölkerung und noch weitere Bildung und die USA, die alles tun, um an der Macht zu bleiben. Und können die Gremien, die wir jetzt haben, also Weltsicherheitsrat und UN, wie funktioniert das? Geht es so weiter, wie es jetzt ist? Es gab ja bei der Generalversammlung jetzt der Vereinten Nationen zum Beispiel Reden von afrikanischen Staaten, die gesagt haben, Afrika muss auch im UN-Sicherheitsrat vertreten sein. Lateinamerikanische Staaten, Brasilien zum Beispiel, es gibt auch sehr starke Ökonomien in Lateinamerika. Also diese verteilten Machtzentren weltweit sollten sich auf jeden Fall widerspiegeln im UN-Sicherheitsrat, wenn man so ein Gremium als oberstes Gremium sozusagen weiter erhalten will. Im Moment ist es ja so, dass da also zwei europäische Staaten zum Beispiel drin vertreten sind. Deutschland wird ja immer wieder auch da angehängt sozusagen als zusätzlicher Machtfaktor. Und da gibt es sicherlich einen berechtigten Anspruch, dass man sagen muss, wenn dieses Gremium weiterhin Bestand haben soll, muss man die Macht auf mehr Schultern verteilen. Ich sehe im Moment nichts Besseres als die Vereinten Nationen. Die UN-Charta ist meines Erachtens nach wie vor ein gutes Regelwerk. Das Völkerrecht ist ein gutes Regelwerk. Und wir haben ja gesehen, in den letzten Jahren, wenn man an diesen Strukturen vorbei einfach nur versucht, sich durchzusetzen und die einzige Macht, die das wirklich kann, sind die Amerikaner, weil sie die größte Militärstreitmacht der Welt haben, dann führt das eben halt in den verschiedenen Regionen zu permanenten Auseinandersetzungen. Also die Machtzentren der Welt, aber insbesondere die Vereinigten Staaten,
müssten dieses Gremium des Sicherheitsrates auch ernst nehmen, also auch als ein Korrektiv für die eigene Position, wenn andere eben halt ihre eigenen Interessen auch formulieren. Denn so steht es ja auch in der UN-Charta, jeder souveräne Staat muss ernst genommen werden und hat die gleichen Rechte und auch Pflichten, egal welche Größe er hat. Und das ist meines Erachtens nach nicht wirklich umgesetzt und das hat sehr viel eben halt damit zu tun, dass Regierungsstrukturen nicht wirklich die Verantwortung wahrnehmen, die sie wahrnehmen müssten. Also es gibt ja diesen Spruch, das ist jetzt vielleicht etwas deftig, der Fisch stinkt vom Kopf. Das heißt, wenn wir also Konflikte haben in bestimmten Regionen, dann hat es immer etwas damit zu tun, dass das von oben auch hereingetragen wird. Kommen wir nochmal kurz zurück auf Syrien. Sie waren letztens dort oder Sie sind immer wieder dort. Ja, ich pendle. Ja, ich fahre sehr viel hin und her. Sie sind akkreditierte Journalistin vor Ort. Gibt es noch sowas wie ziviles Leben in Syrien? Ja, das gibt es. Also es gibt ja viele Regionen, wo nicht gekämpft wird. Und dort versuchen die Menschen natürlich, ihren Alltag zu organisieren. Das sind die Gegenden, wo man auch sehr viele Inlandsvertriebene hat. Das sind vor allen Dingen die Küstengebiete. Das sind die, man nennt das Tal der Christen. Also das ist dieses Gebiet, was sich an die Küstenregion anschließt. Wir haben Hama, Homs, wir haben Damaskus und Sueda, auch in Teilen von Aleppo. Gibt es also noch, oder in Hasake, Kamischli, gibt es also dieses zivile Leben, aber es ist natürlich auch ständig bedroht durch militärische Angriffe. Aber es ist schwierig geworden, das zivile Leben, also als ich jetzt zuletzt da war, ich bin jetzt vor 2 Wochen zurückgekommen und es gab eben halt erheblichen Strommangel in Damaskus und das ist darauf zurückzuführen, dass eben halt diese bewaffneten Gruppen ohne Unterbrechung die zivile Infrastruktur angreifen. Und wenn was repariert worden ist, dann wird es direkt wieder angegriffen. Also es ist eine sehr mühsame Arbeit, die die Ingenieure und Techniker dort machen. Es gab Probleme mit der Wasserversorgung, weil wohl eine Wasserleitung beschädigt worden war durch Kämpfe. Und diese Sanktionen, die ja auch von der Europäischen Union gegen Syrien verhängt wurden, führen natürlich dazu, dass viele Menschen ihre Arbeit verloren haben und von daher auch kein Einkommen. Also das Leben insgesamt ist sehr schwierig geworden. Wie sieht es mit den Inlandsvertriebenen aus, also die jetzt vor Ort sind? Gibt es da auch noch Verfolgungen von der Seite, dass man überprüft, sind das ehemalige Kämpfe? Haben die sich einfach nur von ihren Gruppen abgesplittert oder versuchen die da reinzukommen? Wie wird da vorgegangen? Also die Inlandsvertriebenen, das sind im Wesentlichen Frauen und Kinder oder alte Menschen und kranke Menschen, die aus Kampfgebiet weggegangen sind. Die sind zu ihren Familien gegangen, zu ihren Angehörigen, junge Frauen mit den Kindern, zu ihren Eltern und so weiter. Aber es gibt natürlich Kämpfer, die sich absetzen. Also das ist über die letzten Jahre hin gut zu beobachten gewesen, dass viele Kämpfer entweder das Land verlassen haben und in Flüchtlingslagern in Jordanien oder in der Türkei oder auch im Libanon erstmal untergekommen sind und von da aus möglicherweise auch nach Europa geschleust wurden oder ausgewandert sind oder geschmuggelt wurden. Viele Kämpfer haben ihre Waffen abgegeben und haben sich bei lokalen Waffenstillständen geeinigt mit der syrischen Armee, weil sie einfach diese Kämpfe nicht mehr fortsetzen konnten und auch nicht mehr wollten. Und dann haben wir natürlich die Kämpfer, die weitermachen wollen. Das hat vielfach auch einen finanziellen Aspekt, weil sie gut bezahlt werden, wenn sie sich der Nusra-Front oder dem Islamischen Staat anschließen. Als Kämpfer, da werden sie gut ausgerüstet, da bekommen sie monatliches Salär. Und so haben sich also die verschiedenen Kampfverbände aufgeteilt. Einige sind gegangen, andere haben aufgegeben und dann die dritte Gruppe, die sich den noch härteren islamistischen Gruppen angeschlossen haben.